Leute, willkommen zurück zu Pokémon Platin. Diesmal mit dem aktualisierten Overlay. Und zwar waren wir in der letzten Folge in Illysus, beziehungsweise planlos durch Sinnoh allgemein. Ich habe jetzt mal ein bisschen offscreen geforscht, beziehungsweise ein bisschen geschaut, was wir machen können. Und ich bin ja so dumm, wir haben natürlich von alten Lady direkt Surfer mitbekommen. Passiert, wenn man nicht aufpassen tut, ne? Also, lernt daraus auch in der Schule immer aufpassen, kleine Boys, ne? Wir haben jetzt auch, wie gesagt, ich habe das Overlay aktualisiert. Die Frage ist jetzt auch aktualisiert, wieder eine neue Frage, nicht wie beim letzten Mal, vorletzte Frage, so in Kombination, egal. Wir haben jetzt auch Meryl extra zum Surfen und wir surfen mal hier lang. Ich denke, wir müssen hier lang, also das bleibt mir halt als einzigste Lösung so im Kopf. Ich wollte noch einen Schutz reinhauen, genau so. Und ich habe letztes Mal gesehen, ich hatte einen Jobschutz aktiviert und sag Superschutz, also läuft bei mir mit Aufmerksamkeit. Im Sonnenbonbon, ja, finde ich nicht so cool, das Item, wenn ich ehrlich bin. Finde ich persönlich nutzlos. Das Einzige, wo es cool war, war es in den ersten paar Editionen, weil man die ja klonen konnte, so. Das passt uns sehr schön, also spielt uns in die Karten, dann können wir Rosilie hier ein bisschen leveln, solange wir noch nicht den Stein haben. So, ich spule das Ganze mal ein bisschen vor, mit einem Gigasauger natürlich, weil das ist ein ziemlich langweiliger Kampf. So, warum auch immer wir jetzt so wenig Leben haben. Hypertrank. Ein Supertrank hätte auch gereicht, das waren jetzt nur 40 KP, aber ich glaube, wir haben keinen mehr. Und außerdem haben wir, Leute, zieht euch das, okay, nicht mehr so krass, aber trotzdem 94.708 Yen, reicht. Was will man mehr? So. Hi. Ich gehe mal davon aus, ein Mann des Meeres, du hast Wasser-Pokémon. Mal doch ganz gut ist. Mantyrps. So, was machen wir mit Mantyrps? Ich glaube, es ist schneller als wir. Greifen wir einfach mal an. Wir sind schneller. Okay. Ist neutral? Ha. Also muss Mantyrps noch ein anderes Wesen sein, außer Wasser. Gut. Dann mal ein Gigasauger. Macht denselben Schaden. Ein Flügelschlag tut natürlich weh. Okay, es ist Wasserflug. Dann macht es auch Sinn, dass wir neutral sind. So, ich nehme das Ganze jetzt ein bisschen früher am Morgen auf. Deswegen erwartet nicht die heftigste Puzzle Master und Jump Master, wie wir es ja wissen, dass ich das bin. Aktion, Action, wie auch immer. Body Check. Oh Gott. Noch ein Crit. Ja, nee, ist klar. Kennt ihr dieses? Ja, nee, ist klar. Für die ältere Generation, sag ich mal, also jetzt so mein Alter. So 24, 25, 26. Vielleicht 27, 28 noch. Kennt ihr noch? Ich habe nie wirklich deutsche Serien geschaut, weil die alle scheiße waren. Aber, wir tauschen mal aus. Kennt ihr noch, ich glaube, wie hieß das? Hey Atze oder Alles Atze oder so? Ich mochte solche deutschen Serien nie. Also ich habe nie geguckt und dann irgendwann, wo ich mal beim Kumpel gepennt habe, wir haben früher dann viel Super RTL und so geguckt. Immer Weihnachtsmann und Coca-G reingezogen. Shoutout an Weihnachtsmann und Coca-G. Also die Erfinder auch von denen. Heftigster Shit. Ich glaube, das ist sogar eine französische Serie. Dennoch der heftigste Shit ever. Aber ja, um zurück zum Thema zu kommen. Ah, sind wir ein Level Up? Sind wir ein Level Up? Ja, also ich glaube, Hey Atze oder Alles Atze oder sowas auch immer. Und der hat auch immer so gesagt, ja, nee, ist klar. Also es war so sein Markenspruch, sein Slang, wie auch immer. So, war ganz cool eigentlich. Also da haben wir es dann gesehen, das lief ja immer auf Super RTL abends immer so als Wiederholung. Oder, Dings da, wie hieß die andere Scheiße noch?
Camper oder so, oder die Camper auf Super RTL. Ohne Scheiß, ich habe mir nie solche Serien reingezogen. Und dann eines Abends, wir hatten so Langeweile und dann haben wir uns das reingezogen, weil eh Super RTL lief. Und ich glaube, wir haben damals dann auf dem Gameboy oder so Dragon Ball gespielt. Das ältere Dragon Ball. Ja. Irgendwie so. Ich bin mir da nicht mehr sicher. Und dann haben wir das gesehen und wir so, das ist eigentlich schon gar nicht so schlecht. Also, läuft. Warum krittet jedes Pokémon jetzt nur noch? Krass. Ich bin auch gerade im Überlegen. Wir hatten. Was hatten wir? Wir hatten Gestein, wir hatten Wasser, wir hatten Psycho. Dann hatten wir Pflanze. Und was noch? Kampf. Das heißt, der nächste Orden wäre so Käfer, giftmäßig. Magnetilo will er reinholen. Ach komm, den machen wir auch weg. Ja. Bin am Überlegen. Was könnte da noch alles kommen? Also ich denke mal bestimmt der siebte oder achte Orden, wie sich's gehört, ist dann Drache. So Drache-Flug. Es könnte sein, dass der nächste Orden dann so Käfer-Gift ist. Obwohl, wir hatten ja schon Pflanze. Was laber ich denn da? Ha. Spekulation. Boah, wenn ich Spekulation sage, muss ich an diese Spekulationskekse denken. Oh mein Gott, die sind so gut, ey. Und vor allem ist auch das Wetter ja total standardmäßig, wie als ob es Herbst wäre. Jetzt gerade ist es wieder schön. Ich glaube, wir haben heute bei uns hier fast 30 Grad am Start. Ja, okay, ich brauche keinen heilen. Ja, aber ansonsten, die Tage, das war nur Regen, Gewitter. Es war dann kalt, dann kam Sonne, dann war es wieder kalt. Ich möchte gegen dich kämpfen. Okay. In den neueren Editionen, auch wenn die am Land sind und du im Wasser bist, kannst du die halt ansprechen oder die machen dann ihr Metal Gear Solid Ausrufezeichen und sind dann geaggroed, gepullt, wie auch immer. So, die sind auf unserem Level von Roselia, was schon mal sehr gut ist. Wenn ich Roselia jetzt noch auf 30 kriegen würde und es dann zu Roserade entwickeln könnte, wäre es perfekt. Weil es hat ja auch schon ziemlich gute Attacken, nur haben wir komplett Pflanzenattacken, was ich persönlich scheiße finde. Also, ich finde, 4 Attacken von dem gleichen Typen ist scheiße. Also, man bräuchte schon mindestens 2 verschiedene. 3 wären perfekt. Aber gut. So ist das Leben. Remoraid. So, und während wir hier gerade schon am Schnacken sind, auch über verschiedenste Themen, kann ich auch mal das Thema eingehen, dass euer Support wieder krass ist. Ich möchte mich nochmal bedanken. Nein, keinen Arsch kriechen. Mich einfach nur bedanken. Euer Support ist krass. Wir haben mittlerweile 66 Subscriber. Wir waren letzte Woche, glaube ich, noch auf 56, 57. Und vor einem Monat waren wir noch auf 27. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Also, wenn wir jetzt diese Woche die 70 noch knacken, ist krass. Wenn wir über 70 kommen, das ist Hardcore. Wenn wir das dann, keine Ahnung, wenn wir dann Mitte nächsten Monat die 100 erreichen, dann, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Dann, ich mache 1,5 Monate dann YouTube und wir haben 100 Subscriber. Wenn das nicht krass ist, also, ich kann euch schon mal eine Story von mir erzählen. Falls ihr das hören möchtet oder nicht, ist relativ, weil hier ist gerade eh nicht viel los. Wir sind halt eh effektiv. Und zwar bin ich so, ich bin übertrieben selbstkritisch. Okay, es ist ja, okay, wir sind neutral, weil es halt Flug ist. Beziehungsweise war Gyarados schon in der 4. Generation Drache, Drache-Flug. Oder kam da, ich glaube, das kam erst neu, oder? Oder laber ich jetzt komplett Bullshit, ich weiß es nicht mehr. Egal, Egesam. Auf jeden Fall. Diejenigen, die mich kennen, die wissen, ich bin ein kleiner deutscher Entwickler nebenbei noch. Hab so ein paar Horror-Games rausgebracht, paar RPG-Games, paar Fantasy-Games etc. Ein paar Games mit schwarzem Humor, bla bla bla.
Was ich damit sagen will, ich bin übertrieben selbstkritisch. Ich lobe mich eigentlich fast nie, was halt schlimm ist. Selbst auch beim, sagen wir jetzt, Fitness und so, ich habe richtig gute Figur, richtig stabil. Bei mir läuft, sage ich mal, muskelmäßig etc. Ist jetzt ein bisschen krass, Eigenlob stinkt, aber ist halt so. Und trotzdem bin ich nicht halt mit mir zufrieden. Ich will halt immer mehr. Und so ist es auch mit YouTube. Ich will qualitativ besser werden, da besser werden und da immer mehr. Und weil ich kann das irgendwie nicht akzeptieren, dass ich... ja, keine Ahnung. Ich bin halt mit dem nie zufrieden, was ich halt habe. Obwohl ich zufrieden sein soll, weil euer Support ist da. Ihr seid aktiv in den Kommentaren. Ihr liked etc. Ich habe bei anderen YouTubern gesehen, die doppelt, dreifach, vierfach so viel Subscriber haben wie ich. Muss ja jetzt nichts heißen, die Subscriber-Anzahl. Aber ich nehme jetzt mal als Beispiel. Und die haben nicht ansatzweise so einen Support, wie ihr mir ihn gibt. Was schon krass ist. Die meisten Videos von denen haben noch nicht mal einen Kommentar. Vielleicht nur ein Kommentar, so ein Standardkommentar wie geiles Video. Läuft. So ein Bullshit. Hier kommt wirklich konstruktive Kritik, Verbesserungsvorschläge, Feedback etc. So, okay, die Attacke ging daneben, was jetzt ein bisschen unfortunate ist, aber egal. So, ja. Und das ist einfach krass. Ich weiß nicht, wie ich mich dafür bedanken soll. Also, jetzt mit Drop Subscribern kommt ja eh wieder dann was Neues. Ob es dann ein Giveaway wird, weiß ich persönlich nicht. Jetzt nicht erschreckend sein und so, aber ich fand schon persönlich das 2x10€ PaySafe Card Giveaway bei 50 Subscribern heftig. Eigentlich hätte ich das ja machen sollen, dass bei 50 irgendwas kommt, nur mit dem Video und ein Dankesrede und irgendwas, vielleicht ein Giveaway, diese Overwatch Lootbox. Und mit 100 dann 2x10€ PaySafe. Aber so bin ich eben. Ich bin... jetzt weiß nicht, was ich sagen wollte. So bin ich, also Alzheimer-mäßig unterwegs. Ja, aber ich würde sagen, genug geschleimt, obwohl es kein Schleim war, aber ihr wisst, was ich meine. Konzentrieren wir uns wieder auf Pokémon. Und zwar ist das, glaube ich, sein allererstes Pokémon, das ist schon ein... Gyarados, nicht frieren, nicht frieren, nicht frieren, nicht frieren, nicht frieren, nicht frieren. Oder sterben in dem Fall. Gut. Ja, ist jetzt ein bisschen kacke. Aber wir haben noch einen Beleber, so wie ich das gesehen habe. Fuck, ich dachte echt, wir würden das überleben und ich mache mir Sorgen wegen dem Freeze. Gut. So ist das Leben. Roselia war aber, glaube ich, kurz vor 30? Müsste sein. Panferno 40, ey, so ein Tier. So, dann ist eben Lucio gleich 35. Ist auch schön. Okay, der Bedrohr. Der ist effektiv, weil wir physisch sind. Ich glaube, wir töten den dadurch nicht. Doch, dennoch. Obwohl. Warte mal. Ich glaube, Gyarados war ja früher Wasserdrache, ne? Müsste ja sein. Und dann mit den neuen Generationen ist es dann Donnerzahn. Perfekt. Geil. Ist es dann jetzt Drache Flug, oder nicht? Oder Wasserflug oder so. Irgendwie so war da was doch. Ich bin doch nicht dumm. So, Ladevorgang kommt auf jeden Fall weg. Auf jeden Fall. So, jetzt haben wir mal eine geile physische Attacke, die unserem physischen Pokémon nur gut tun kann. Man kennt sich ja von selbst, weil physisch. Hypertrank. So, wir haben doch 100 Point, noch ein 5 sogar. Läuft bei mir. Wir haben aber keinen Supertrank, oder? Nein. Okay, gut, dann muss ich mich einfach im Wasser hochleechen. Ist hier vielleicht irgendwas? Okay, nee, da ist nichts. So, ich spule das wieder ein bisschen vor und das war die falsche Taste. So, wir leechen uns hoch. Warum? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Warum sterben wir? Hat Tentacha irgendeine passive oder eine versteckte Fähigkeit? Das habe ich jetzt... Ich habe es persönlich nicht verstanden. Könnt ihr mich ja mal aufklären, weil
Das sehe ich zum allerersten Mal, wenn ich ehrlich bin. Donnerzahn. So, jetzt haben wir nämlich mit Lucio keinen Schaden kassiert. Aber Roselia ist gestorben. Ha. Ja, wenn sich der ein oder andere damit mit Pokémon noch krasser auskennt wie ich, was 100 Pro viele sein werden, gehe ich mal von aus, hoffe ich. Weiß nicht, obwohl das ist doch eher negativ für mich, aber egal, wie auch immer. Ich bin halt einfach nur so, ich stelle mein Team zusammen für Competitive, lerne die Pokémon, die Competitive sind, lerne die Attacken, die können, etc. Und ja, so, keine Ahnung. So, der Rest, der halt nie gespielt wird, den lerne ich halt nicht. Deswegen bin ich mir auch immer unsicher mit den Typen. Und weiß auch nicht deren Passiven oder so, weil so krass kenne ich mich auch nicht aus. Ich kenne nämlich nicht alle 800 Pokémon, 800 plus Pokémon auswendig wie meine kleine Schwester. Die ist da ja total krass. Aber da muss ich auch Props an sie geben, weil vor allem, sie spielt Competitive, sie war schon auf einigen Turnieren. Ihre Online-Ranks, also ihre Rank-Stats, Gewinne und Losses etc. sind krank, finde ich. Aber gut. Jeder muss ja irgendwo mal gut sein, sag ich mal, ne? Also jeder hat so seine Stärken und Schwächen. Was gibt es hier überhaupt für Pokémon zu fangen? Weil ich möchte schon mal gerne ein neues Pokémon haben. Brrpu! Flucht gescheitert. Scheiße. Gott! Warum? Meine Frage ist jetzt, warum? Warum kritten die uns jedes zweite Mal? Warum? Verstehe ich nicht. So. Nimso, wir haben uns ja lange nicht gesehen. Oh, jetzt sag nicht, du weißt nicht mehr, wer ich bin. Ich bin Professor Eichs Assistent und der Vater von Lucius. Lucius war das so ein Horrorspiel, oder? Der Professor hat mich gebeten, deine Pokédex zu aktualisieren. Und meine Intuition sagte mir, dass ich dich genau hier treffen würde. Natürlich. Und Game Freak hat dich nicht dahingestellt. So, ne? Aber okay, gut. Gibst du mir kurz deinen Pokédex? Mal sehen, ich habe die neue Software folgendermaßen installiert. Klick, klick. Wenn ich auch was Neues so schnell installieren könnte, einfach klick, klick und fertig ist. So, das war schon dein Pokédex ist auf dem neuesten Stand. Ich sollte dir jetzt wohl erklären, was ich gerade gemacht habe, oder? Du kannst dir nur Bilder von männlichen und weiblichen Pokémon ansehen. Ja. Okay, das ist zweideutig wie scheiße, aber gut. Das lassen wir mal lieber. Ja, genau. Und nun lass dich wieder in Ruhe. Damit du blablabla Professor weiterhelfen kannst. Blablabla. Der Professor macht sich Gedanken nach dem, was in Jubelstadt passiert ist. Vielleicht ist ja ganz unnötig. Nun muss ich aber los. Bis dann. Hau rein. Junge, habe ich einen Durst. Das erinnert mich irgendwie an die rote Edition oder so. Wir sind auf jeden Fall jetzt in Fleetburg. Was ist passiert? Deine Kleidung sieht so nass aus. Bist du mit dem Boot zur Eiseninsel gefahren, um die versteckte Maschine zu bekommen? Nee, aber danke, dass du mich gespoilert hast, du Stück Scheiße. Gut, willkommen in Fleetburg, bla bla bla. Was ich aber sagen wollte, ist, der Typ in der allerersten Staffel, beziehungsweise in den allerersten Editionen, war auch so ein Typ da, der auch gesagt hat, ich habe so einen Durst, und dem musste man dann Tafelwasser bringen, und der hat dann, glaube ich, den Key oder ein Ticket oder so für die Safari gegeben. Glaube ich. Ich bin mir nicht mehr sicher. Der müsste, glaube ich, wieder kämpfen. Das ist auch total merkwürdig, dass in Pokémon Center kämpfe, aber gut. Natürlich hat er wieder ein Pokémon, gegen das Roselia nichts machen kann, was sogar noch 35 ist. Was auch immer. Ich hätte Staraptor rausholen können. Staraptor ist nämlich auch effektiv. Egal, Flammrad und dann sollte es tot sein. So, fuck, kein Level Up.
Aber, ach nee, Roselia hat ja eh, glaube ich, erst Hälfte oder so an Experience. Pokémon und Rock'n'Roll sind alles, was man in der Welt zum Leben braucht. Nicht wirklich, aber gut. Wenn ich zur Insel will, soll ich das Boot nehmen. Das heißt, auf dem Boot wird 100 Pro wieder unser Rivale sein, so wie immer. Und wieder, denke ich mal, richtig viele Kämpfe, was geil ist. Und natürlich eventuell ein legendäres Pokémon. Weil das hatte ich bis jetzt oft auch in den anderen Editionen, dass ich dieses Rotom immer in den Fernseher oder so befand. So, mein Anton und ich stehen uns sehr nah. Das macht seine Attacke Rückkehr ungeheuer effektiv. Ja, trotzdem ist dein Anton scheiße. Die Tür ist fest verschlossen, sie lässt sich wohl nicht öffnen. Okay. Kommen wir von hier eigentlich aufs Schiff? Nee. Okay, sieht nur so aus. Okay, hier waren wir noch nicht. Wollte ich mal rein. Was meintest du, bin ich? Ach ja, jetzt weiß ich es wieder. Ich bin der Attackenverlierer. Ah, so, okay. Nein, ich möchte keine Attacken verlieren. Aber gut zu wissen, dass der hier ein Fleetbock ist. Hier unten war ja noch ein Haus. Rechts ist dann wohl das Schiff. Links, ja. Rechts, genau. Man merkt, hallo Trainer. Dies habe ich hier gefunden. Es befand sich in der Fracht aus einem anderen Land. Ich habe dafür keine Verwendung, dafür schenke ich es dir. Geil. Was ich sagen wollte, man merkt, es ist ein bisschen früher am Tag und ja. Du weißt, dass Pokémon ihre individuellen Fähigkeiten haben. Mit der Attacke, Wertewechsel, werden die Fähigkeiten des Anwenders mit der Gegners ausgetauscht, blablabla, okay. Irgendwo weiter hinter dem Meer gibt es andere Länder, in denen Pokémon blaue Trainer leben. So. So, ich würde sagen, wir speichern. Erstmal. Ich weiß nicht, was uns erwartet. Und jetzt so zufällig kommt irgendwas Galaktik-mäßiges oder ein harter Kampf oder so. Ich habe wirklich keinen Scheiß. Ich habe keinen Plan, was uns erwartet. Trotzdem will ich speichern, weil ich ein komisches Gefühl bei der Sache habe. Ich wusste es. Ich wusste es. Und ich schwöre auf alles. Wirklich jetzt kein Witz. Ich wusste nicht, was kommt. Aber ich hatte es einfach als Gefühl. Willst du die Arena-Leute dort herausfordern? Dann sollte aber jemand vorher prüfen, ob du dazu auch bereit bist. Und dieser jemand ist niemand anderes als ich. Mit meinem niegelnagen neuen Orden. Kein Scheiß, Leute. Ich verarsche euch nicht. Ich hatte keine Ahnung, was abgeht. Komplett keine Ahnung. Aber wir dürfen dann immerhin wieder die geile Mucke hören. Wir haben nur das komplett falsche Pokémon draußen. Er wird eine Windtacke 100 Pro machen. Ist halt die Frage, ob Lucio das überlebt. Komm, mach eine Gümmelattacke. Okay, Ruckzuckieb. Das ist schon mal eine Attacke, die mir gefällt, die kacke ist. Und ein Donnerzahn. Und Bodycheck könnte viel Schaden machen. Sollte aber tot sein. Ah, das ist doch für den Arsch. Wir haben keinen Ruckzuckieb. Fuck, wir machen einfach mal einen Funkensprung. Gott, nicht kritisch, nicht kritisch, nicht kritisch. Holy shit. Das ist knapp. Galoppa setzt als nächstes ein. Ich würde Merrill reinholen, aber das bringt nichts. Hat halt keinen Sinn, weil Meere noch viel zu low ist. Sein Galopper könnte Stampfer. Stampfer könnte richtig wehtun. Nahkampf würde uns im Prinzip selbst ficken. Deswegen mein Tempohieb. Rutenschlag, wow. Und ich mache mir Sorgen über einen Stampfer. Okay, vielleicht will er erst unsere Verteidigung raushauen und dann mit dem Stampfer richtig hart zuschlagen. Bodycheck. Kann jedes seiner Pokémon Bodycheck oder was? Das ist ein Crit. Alter, die machen alle Crits, ey. Komm. Erzähl das deinen Vater oder so, ey. Ernsthaft. Oh Gott, ey. Ich
glaube, ich nenne die Folge auch They See Me Critten oder so ein Bullshit. Ohne Scheiß. Kann ja wohl nicht wahr sein. Kratzer, komm. Puh. Alter Verwalter. Empoleon. Ja. Ich könnte Roselia reinhauen, aber Roselia wäre 100 pro in Schnabel tot. Ich hau mal Meryl rein, um unser Lucio zu heilen. Also Meryl muss jetzt geopfert werden. Sonst geht es nicht anders. Beute. Ach, zuletzt verwendete Items da. Lucio. So. Ein Blubstrahl. Okay. Aber ich glaube, wir sterben trotzdem. Einfach vom Levelunterschied her. Wow. Es kann sein, dass es nochmal einen Blubstrahl macht. Ich hoffe, es macht aber eine gümmelige Attacke. Furienschlag. Gut. Das Glück ist diesmal wenigstens auf unserer Seite. Es war eine gümmelige Attacke. Und wir machen den Donnerzahn. Ein Para wäre cool gewesen, aber man kann ja nicht alles im Leben haben. Komm. Sehr schön, okay. Und jetzt ein Funkensprung. Dann sollte es Dedet sein. Ich habe jetzt extra einen Funkensprung genommen, weil Funkensprung sollte, glaube ich, immer treffen. Oder nee, das war Zauberblatt und Aeroas. Funkensprung trifft nicht immer, glaube ich. Egal. Hat getroffen. Kann uns egal sein. Panfernus 41. Scarabon. Was war Scarabon nochmal für ein Typ? Ich glaube Stahl, oder? War Scarabon nicht Käfer, Stahl oder so? Glaube ich. Ich bin mir nicht sicher. Schauen wir einfach mal. Sollte Dedet sein. Ah ja, okay. Aeroas, okay. Das kann wehtun. Aber er ist Dedet definitiv. Perfekt. Perfekt. Aber hey Leute, eine Sache hat's doch, oder? Dass wir jetzt gegen ihn kämpfen. Die Folge geht jetzt schon 27 Minuten. Das heißt, sie wird 28 Minuten, 29 Minuten gehen. Ist doch schon mal was für euch. Wir haben uns schon früher aus Schwierigkeiten, also schwierigen Situationen befreit. Der hat wenigstens einen Roserade, dieses Arschloch. Aber trotzdem tut mir leid, Roserade. Wir sehen uns im nächsten Kampf. Ich muss weiter, tut mir leid. Boah, das hat saftige Experience gegeben. Was? Du willst mir weismachen, dass ich verloren habe? Ja. Natürlich. Gary. Ja, ja. Dann bist du eben ein kleines bisschen besser als ich. Ein kleines bisschen, wie immer. Na und? Aber hör mal. Stell dir vor, da gibt es jemanden, der will tatsächlich die Pokémon-Liga herausfordern und Champ werden. Ja, genau. Richtig geraten. Dieser jemand ist niemand anderes als ich. Was heißt das? Ich soll mir andere Sätze einfallen lassen? Ist ja auch egal. Hey. Wieso stattest du dir nicht der Eiseninsel einen Besuch ab? Dort solltest du noch ein bisschen trainieren, bevor du die Arena stürmst. Also beeil dich und tu es endlich, statt mir die ganze Zeit dein Ohr abzukauen. Okay, du laberst uns zwar die ganze Zeit fit, aber gut. Richtiges Arschloch, dieser Gary Bob. Scheiß Bob, Immer diese Bobs, ne? Also... Bob ist echt schlimm. Also, ich hätte ihn ja Bill nehmen können, also nennen können. Ich glaube, dann wäre er nicht so asozial, aber gut. Wie auch immer, diese Folge war eigentlich relativ gut. Erfolgreich, würde ich sagen. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir zur Eiseninsel aufbrechen und ein bisschen die Insel unsicher machen, würde ich sagen. Na, hoffentlich treffen wir auf ein paar geile Ladies. Okay, das ist jetzt ein bisschen komisch, weil wir männlichen, weiblichen Charakter haben. Egal, wie auch immer. Ich bin raus. Peace.